Die meisten Menschen, die durchschnittlichen Menschen, die kaum eine Zeit haben, sich jetzt mit Cypherpunk und Sicherheit und Full Node Setup und Coin Joining sich zu beschäftigen. Es gibt die meisten Menschen, und es sind die Milliarden von Menschen auf dieser Welt, wollen einfach Geld, Bitcoin, hin und her senden. Ohne Erlaubnis bitten zu müssen, ohne ein Konto zu öffnen, einfach simpel, empathisch, zugänglich, und das ist nun mal Azteco. Ich möchte Ihnen Azteco vorstellen, am besten auf Twitter, auf einfach Azteco. Ich werde das alles in den Showlinks noch einfügen, die Links, und auf der Website azte.co, also azte.co, also für Azteco. Zurzeit gibt es, soweit mir bekannt ist, im deutschsprachigen Raum, also vor allem jetzt in Österreich zum Beispiel, wo ich bin, keine Shops oder Verkäufer oder Merchants, Vendors sozusagen, die jetzt direkt Azteco Vouchers verkaufen. Also sprich Vouchers, die man dann einlösen kann mit einem Mobile Wallet oder hier auf dieser Website. Aber mein Fokus ist jetzt sozusagen die Einlösung dieser Lightning-Azteco-Vouchers, die eben mit geringsten Gebühren verbunden sind. Ja, darum auch Lightning. Und das werde ich dann sozusagen in weiterer Folge noch demonstrieren oder veranschaulichen mit zwei Mobile Wallets, wie man sozusagen diese Lightning-Azteco-Vouchers ganz simpel, ganz einfach einlöst. Und ich denke mir, das ist vor allem für Zielgruppen, das kann jeder natürlich, ja, jeder, also der irgendwie einfach nur im Besitz und von Bitcoin sein möchte, sind die Azteco-Vouchers einfach sag ich mal, die zugänglichste Art, besonders für Bitcoin-Beginner, die eben keine Zeit haben, sich damit allen möglichen, ja, technischen, operativen Sicherheitsgeschichten irgendwie zu beschäftigen. Ja, und es ist vor allem für Leute, die, weiß nicht, Migranten, Migrantinnen, Ausländer, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, die jetzt zum Beispiel Geld versenden möchten an die eigene Familie, zurück sozusagen in die Heimat, ohne jetzt Western Union jetzt, ich weiß nicht, 15, 20, 30% wucherische Gebühren zu zahlen. Und das ist die Evolution. Das ist die Evolution des Geldes. Das ist die Evolution des Transfermittels. Das ist Bitcoin. Ja, vor allem jetzt mit Lightning. Es kostet nicht so gut wie nichts. Ja, es sind geringste Gebühren bei diesen Transaktionen. Du musst um keine Erlaubnis bitten. Du musst nicht ein Konto öffnen oder sonst irgendwelche komplizierten bürokratischen Dinge erledigen. Es ist direkt, es ist Peer-to-Peer, es ist unmittelbar, es ist schnell, es ist einfach, es ist ja privat, und es ist die einfachste Art, die simpelste Art, Geld hin und her zu senden. Und es gibt ja einige Leute, die diese Azteco-Vouchers, sei es jetzt on-chain oder eben als Lightning-Azteco-Vouchers, online verkaufen, sei es über Wire-Transfer, also Banktransfer, indem man sozusagen, oder man kann das auch mit Amazon, auch eventuell mit Amazon-Gutscheinen auch kaufen, oder eben über PayPal. Also da wäre es am besten, der Kontakt. Zitierst du einfach Azteco und fragst einfach nach, erstens mal Shops, ob es irgendwann einmal Shops geben sollte, weil je mehr Nachdruck, also mehr Leute nachfragen, desto eher sehe ich da auch die Möglichkeit, dass es vor allem auch im deutschsprachigen Raum, in Österreich, Deutschland und der Schweiz auch Geschäfte bald geben wird, die eben Azteco-Vouchers verkaufen. Aber bis dorthin, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, über einige Menschen online oder über Banktransfer oder PayPal eben diese Azteco-Vouchers zu kaufen und dann einzulösen. Ja, wie gesagt, es ist die einfachste Art, ohne irgendwie herumzuphilosophieren über
Bitcoin, Cypherpunk oder Fullnode. Und weil, wie gesagt, die meisten Menschen haben auch nicht ihre Zeit oder Ressourcen oder die Nerven oder auch vielleicht auch das, haben auch nicht mal das Interesse, sich da jetzt allzu sehr damit zu beschäftigen, und die wollen einfach nur Geld hin und her senden. Und das dafür ist Azteco eben gedacht. Es ist, und man braucht auch nicht zu einem Bitcoin-Automaten jetzt gehen, irgendwo Locations finden, sondern das kann man alles eben online machen. Oder über das Internet einlösen, einfach über Mobile Wallet, über die populärsten Mobile Wallet, das sind Breeze Wallet, Wallet Satoshi, Phoenix Wallet. Bei Breeze Wallet, da gibt es eben die Mindestbetrag von 2000 Sats, also das sind eigentlich eh ganz wenig, aber nur zur Information. Und dann gibt es noch das Blue Wallet, wobei die Voraussetzung, wie gesagt, ist die technischen, dass man zumindest ein Android-Version 9 oder 10 aufwärts hat. Ja, also das sage ich nur extra dazu, weil ich selbst habe noch ein Android-Version 8.1 und da funktioniert eben das Blue Wallet nicht. Es ist nicht kompatibel mit so einer mit dieser früheren Version. Ja? Ansonsten funktioniert das mit so gut wie jeder anderen populären Mobile Wallet. Ja? Also wie gesagt, Phoenix, Breeze, Wallet Satoshi und viele andere. So, also jetzt kommt quasi die Veranschaulichung, die Demonstration oder ja, also das Beispiel quasi, wie ich da jetzt mit zwei verschiedenen Bitcoin Mobile Wallets diese Azteco Lightning Vouchers einlöse. Und ja, und dann hast du sofort oder haben sie sofort die totale Kontrolle, die totale Verfügungsmacht über die Bitcoin, ohne Erlaubnis zu bitten, peer-to-peer, direkt, schnell, einfach, simpel, zensurresistent, grenzenlos. Ja, also einfach die Evolution des Geldes. So, willkommen zu meiner Show, der Kevan Davani Connection Show. Mein Name ist Kevan Davani. Und falls du irgendwelche Fragen haben solltest, meine E-Mail-Adresse ist kd@kevandavani.com oder du kannst mich auch auf Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram finden. Und bin für jegliche Fragen und Anregungen und Vorschläge offen. Danke und bis gleich. So, nachdem du jetzt deinen eigenen Azteco Voucher gekauft hast, also am besten Lightning Azteco Voucher, weil damit sind sozusagen die geringsten Gebühren verbunden. Und ja, und es gibt eine Vielzahl von populären Mobile Wallets, wie zum Beispiel Breeze, Phoenix, Wallet Satoshi, Blue Wallet. Wie gesagt, Blue Wallet funktioniert oder ist kompatibel nur mit einer Android-Version 9 oder 10 aufwärts. Breeze wird jetzt für diesen Betrag nicht funktionieren, weil es eine Mindestmenge von 2000 Sets gibt und ich habe 5 Sets, einfach jetzt im Moment zu wenig für, auf diesem Gutschein. Das ist, wie gesagt, das habe ich nur von Azteco, damit ich eben zwecks Veranschaulichung hier das durchführe. Aber was ich machen kann, ist mit Phoenix bzw. mit Moon Wallet, und das ist eine meiner Lieblingswallets. Also ich mache einfach mein Moon Wallet auf. Moment, ich werde da einfach mal, okay, das ist jetzt mein Moon Wallet. Somit gehe ich jetzt auf Receive, gehe auf Lightning, gehe auf diesen rechteckigen oder quadratischen Scan-Button. Ich aktiviere es, ich scanne den QR-Code und so schnell geht es. Es ist wirklich, es ist simpel, es ist einfach, es ist absolut nutzerfreundlich und empathisch. Vielleicht dauert es bei manchen, kommt auf das Wallet an, ein paar Sekunden mehr oder weniger und schon habe ich meine 1995 Sats oder Satoshis in meinem Wallet. Ja? Und somit die totale Kontrolle, totale Verfügungsmacht über meine Bitcoin, und somit kannst du jetzt sofort diese Bitcoin, die du jetzt erhalten hast, sofort
überall hin, jeden Menschen hinschicken, senden, ohne Erlaubnis zu bitten, ohne ein Konto zu eröffnen. Zensurresistent, grenzenlos, einfach, simpel, schnell. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ja, es war dir alles klar. Falls du Fragen haben solltest, wie gesagt, melde dich einfach bei mir. Meine E-Mail-Adresse ist kd@kivanavani.com oder du findest mich auf Telegram, LinkedIn, Twitter, Facebook etc. Wie gesagt, mit Breeze Wallet, Phoenix Wallet, Blue Wallet oder Wallets of Satoshi. Gut, das war's dann schon. So, und das zweite Beispiel, das ich hier zeigen möchte, wie gesagt, es gibt verschiedene populäre Mobile Wallets, wie gesagt, Wallet Satoshi, Blue Wallet, was übrigens ab Android-Version 9 oder 10 aufwärts kompatibel ist, Moon Wallet, Breeze Wallet und Phoenix Wallet. Und ich möchte hier am liebsten jetzt auch mit dem Phoenix Wallet das nächste Beispiel zeigen. Ich werde das Phoenix mal aufmachen, mit einem Fingerprint öffnen. Es dauert einige Sekunden, bis hier über Tor eben die Verbindung aufgebaut ist. Das dauert ist relativ aber schnell. Somit gehe ich jetzt auf Receive, gehe auf Use Lightning, also URL-Link, LN-URL-Link und ich scanne einfach. So, der Betrag wird sofort hier angezeigt, 1996 Sats und ich löse es ein mit der Funktion Redeem. Ja? Ein bisschen Geduld, einige Sekunden, manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer. Okay, also es geht im Moment nicht. Kann sein, dass es ist gegangen, es ist durchgegangen und woran es auch immer gelegen ist. Ja, somit bist du oder sind sie jetzt, haben die volle Verfügungsmacht, die volle Kontrolle über ihre Sats, über ihre Bitcoin und können das jederzeit überall hin erlaubnislos, zensurresistent, absolut direkt, persönlich, unmittelbar, schnell über Lightning an jeden anderen Menschen auf dieser Welt schicken. Mit den geringfügigsten Gebühren, deshalb ist Lightning also jetzt wirklich für die Medium of Exchange das beste Mittel, beste Werkzeug. Und ja, das war's dann schon. Also unkompliziert, einfach, empathisch, nutzerfreundlich, schnell und ja, simpel. Danke fürs Zuhören und Zuhören. Bitte teilen und kauft dir einfach Azteco Vouchers.